Heute ist der große Tag. Gefangener 733 aufstellen, bitte. Und damit herzlich willkommen bei Pandido und unserem Unboxing von der Playmobil City Action Polizeistation. Und zwar dieses riesen Ding hier. Wow, Leute, hier hinten sehen wir schon mal, was alles drin ist. Vielleicht kennt ihr sie ja schon. Und für uns jedenfalls ist sie neu. Ich freue mich tierisch drauf auf diese riesen Kommandozentrale. Und beginne auch direkt mal mit dem, ja, Öffnen des Kartons, so wie es immer ist. Mensch, macht das immer einen Spaß, neue Kartons zu öffnen, ihr glaubt's gar nicht. So, hier seht ihr schon, es ist einiges enthalten, Freunde. Ein Haufen Tüten. Die werden wir zuerst mal aufreißen, so wie immer. Und uns dann mal genauer anschauen, mit was wir eigentlich zu tun haben, nicht? Es gibt so viel tolles Polizeispielzeug und wir haben auch schon so viel. Jetzt also noch diese neue Kommandozentrale dazu. Und meine Güte, dann können wir eigentlich ein ganzes Jahr lang nur Polizei spielen. Okay, ich will aber auch noch ein bisschen was zum Aufbau sagen hier. Otto, es geht ja um Unboxing. Okay, also wir schließen zuerst, oder wir knüpseln zuerst mal mit diesem kleinen gelben Werkzeug hier diese roten Püppel an die Seiten des Gitters. Das wird dann später noch vervollständigt. Hier haben wir erstmal den Boden einer Zelle und ihr seht schon, dieser Boden, ja, der ist raus, rausmachbar, sage ich mal. Der ist entfernbar und so können quasi eure Leute dort ein, ja, beziehungsweise ausbrechen. Wer will denn eigentlich schon einbrechen? Das, wer will eigentlich in ein Gefängnis einbrechen? Eigentlich fällt das flach, oder? Es geht ja eigentlich ums Ausbrechen. So, halten wir es mal so fest. Okay, so. Ihr seht hier überall diese Risskante. Das könnt ihr also später rausdrücken. So, dann haben wir unser Gitter von eben mit diesen roten Pöpseln. Das wird ja direkt mal auf einer Seite angesteckt. Und dann haben wir hier schon quasi diesen kleinen Vorbau oder dieses Vordach, was gleichzeitig auch als erste Etage dient. Aber auch da müssen wir noch ein wenig was anstecken. Hier haben wir diese kleinen grauen, ja, Püpsel, nenne ich sie mal. Die haben oben wiederum diese Puppel drauf, wo man wieder was draufstellen kann. Und genau das werden wir auch gleich sehen. Hier zuerst mal, das finde ich ja sehr, sehr niedlich gemacht. Hier ist ein Tisch, der voll gekritzelt ist. Zum Beispiel mit den Tagen, wie lange der Gefangene schon inhaftiert ist. Und auch noch ein paar andere Kritzeleien, also... Das finde ich ja wirklich immer, immer und immer wieder klasse am Playmobil, dass sie so detailverliebt sind. An jedem Set eigentlich und auch an diesem hier natürlich sind die Details einfach hervorragend, finde ich. Zum Beispiel dieser Tisch. Einfach herrlich. Okay, weiter geht's. Hier oben kommt das zweite Gitter dran, auch mit den roten Pöpseln. Und jetzt kommt hier ein langes Seitenstück an die Seite und zwar an die andere. So. Und an der anderen Seite, wir erinnern uns, kann man ja ausbrechen. Alles klar, weiter geht's. Hier haben wir die nächste Etage. Auch hier ist ein Tisch mit liebevollen Kritzeleien. Naja, Leute, die haben da viel XXO gespielt. Ihr seht schon, das kennt ihr bestimmt. Ich weiß gar nicht, hat das einen Namen? Ich nenne es immer XXO. Ach, Tic-Tac-Toe, genau, Tic-Tac-Toe. Wer zuerst drei in einer Reihe hat. Ja, da war ich immer gut drin. Es gibt da so einen kleinen Trick, aber den verrate ich euch nicht. Nein. So, weiter geht's. Wir setzen das erste Dachteil drauf. Im Blau, im Polizeiblau natürlich. Und wir sehen auch vorne hier, was die erste Etage bildet. Das ist vorne gleichzeitig das Polizeischild. So, weiter geht's. Hier setzen wir noch zwei, ja, ich sag mal Standfüße dran, sozusagen. So, einmal kräftig drücken, bis es klickt. Dann haben wir das. Und weiter geht's. Hier haben wir also eine kleine... Ach, hier, oh, ich sehe schon wieder dieses Ausbruchs, diese Ausbruchswand. Das reizt mich jetzt schon da, irgendwie mit irgendwas Playmobil-mäßig im Gegenzuschlagen, dass diese Wand da rausbricht. Und unser Gefangener ausbrechen kann. Oh Mann, Karlchen. Hm, das wäre was für dich. Hm, Karlchen sabbert schon, wenn er das sieht. Okay, Freunde. Weiter geht's. Hier haben wir blaue Gitter. Das wird quasi die Begrenzung des Hofes. Dass sie, ja, natürlich, dass sie nicht ausbrechen können. Dafür haben wir selbstverständlich ein Gitter. Was ich auch sehr cool finde, ist, das seht man ja gerade an den Gefängnistoren. Neben dem Tor, diese Wand, da ist noch so eine kleine Luke. Seht ihr das? So eine kleine Öffnung. Da kann man dann wahrscheinlich... zweierlei machen. Einmal Essen durchschieben und zum anderen... Obwohl, nee, das andere nicht. Ich glaube, es geht hier ums Essen durchschieben. Ich wollte gerade sagen, dass oft Gefangene ja mit dem Rücken sich zum Gitter und zum Wärter drehen müssen, um hinter dem Rücken die Handschellen angelegt zu bekommen. Vielleicht ist das dafür auch gedacht, diese Luke. Ich bin aber nicht sicher. Darum will ich es mal lieber nicht sagen. Wenn ihr da mehr wisst, dann klärt mich doch gerne auf, wofür diese Luke ist. Ich schätze mal, sie ist dafür da, um Essen einzuschieben. So, weiter geht's hier zu unseren Überwachungsmaßnahmen. Hier haben wir zwei Kameras. Oben haben wir auch noch zwei Brücken angesteckt. Das habt ihr eben auch gesehen. Und weiter geht's. Jetzt bauen wir zusammen den Überwachungsturm, Freunde. Den finde ich auch sehr gelungen. Das ist sozusagen das zweite
ja, Einzelstück an dieser Station, die wir dann später noch verbinden werden. Jetzt aber erstmal zum Wachturm. Der besteht zum größten Teil aus weißen Teilen. Genau, die stecken wir jetzt auch erstmal zusammen. So, hat es geklickt, ja, hat es. Okay, der wird, ja, rund ist es ja nicht, er hat noch Ecken, aber ich sag mal, in seiner Grundform ist er schon irgendwie rund, ihr wisst schon, was ich meine. Auch das ist realistisch, habe ich schon oft gesehen, zumindest in Gefängnissen. Ich glaube, das ist so Standard, ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß warum, jetzt wo ich drüber nachdenke, weiß ich warum. Ich habe noch nie so wirklich drüber nachgedacht, Freunde. Erst bei diesem Unboxing jetzt gerade. Das ist natürlich dafür da, damit die Wärter einen Rundumblick haben. 360 Grad, das ist ja eigentlich logisch. Oh, du hättest mal vorher drauf kommen können. Naja, jetzt habt ihr zusammen mit mir diese Erkenntnis gehabt. Auf jeden Fall ist der rund, damit die rundrum gucken können. Und das hier ist jetzt schon mal die... Oh, jetzt ist mir fast das Wort wieder nicht eingefallen, Freunde. Die Basis, wisst ihr noch? Nein, das Erdgeschoss meine ich natürlich. Ja, die Basis, ja, ja. Das Erdgeschoss. So, haben wir fast fertig. Auch hier ist eine richtig schöne... robuste Stahltor dran. Finde ich auch sehr, sehr cool. Okay, weiter geht's mit diesem blauen Teil. Das sieht mir nach Fenstern aus. Wenn ich es da hinten denn mal reinkriege, haben wir es aber schon geschafft. Und hier haben wir, wow, ein Helikopterlandeplatz, Freunde. Dafür sind die blauen Teile also da. Oder vielleicht nicht nur. Nein, ich glaube, es ist dient als Basis für den Landeplatz und gleichzeitig auch als Ausguck. Diese ganzen Öffnungen hier rundherum. Ich glaube schon, dass das der Ausguck ist. Oder auch nicht, Freunde. Mal gucken, was noch später dabei rauskommt. Auf jeden Fall aber haben wir einen Helikopterlandeplatz. Das ist festzuhalten. Wir haben auch ein, zwei Polizeihelikopter. Die können natürlich ganz hervorragend drauf landen. Und hier haben wir jetzt den zweiten Stock. Nein, den ersten Stock. Das erste ist ja das Erdgeschoss. Mein Gott, ich krieg das nicht hin. Jetzt haben wir also den ersten Stock. Hier sehen wir zum Beispiel ein paar Fahndungsfotos drin. Das finde ich auch wieder klasse. So viel, die haben sich so viel Mühe gegeben einfach, um das detailliert zu gestalten. Da hängen Fahndungsfotos drin. Wie cool ist das denn? Okay, so, das ganze Gerüst kommt jetzt hier nochmal auf diese schwarze Grundplatte drauf. Kräftig drücken. Das ist jetzt noch ein wenig instabil, aber wenn es auf der Platte steht, dann ist es bombenfest. So, hier oben die nächste Etage reingezogen. Zack, wir sind hier Maurer und zwar die ganz fixen. ja, erreichbar wird das Ganze durch eine Treppe, die sehen wir hier. Und weiter geht's mit der Kommandozentrale, sage ich mal. Hier haben wir zwei Telefone, zwei Rechner. Also alles, was der erpichte und pflichtbewusste Polizist da oben braucht in seinem Ausguck. Alles sehr modern gestaltet, finde ich, ne? Das finde ich klasse. Also die richten sich schon mit der Zeit so. Natürlich hat man heutzutage Flachbildschirme, das ist ja ganz klar, das ist für uns völlig normal. Früher, kann ich mir zumindest gut vorstellen, in den Spielzeugen waren es eben noch Röhrenmonitore, haben wir ja auch hier. Also von daher finde ich es richtig cool, dass sie mit der Zeit gehen und diese gesamte Station an sich als Gesamtstück schon mal sehr, sehr modern aussieht. Und auch hier, wie gesagt, die ganzen Einzelteile und Details, wenn man sich hier genau anschaut, alles sehr modern und ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Oben Satellitenschüssel, ganz hervorragend. So, und jetzt, Freunde, werden wir mal beides verbinden. Hier ist unser erstes Teil. Hier haben wir den Wachturm. Der wird zum Beispiel mit dieser Brücke verbunden. Hier haben wir Wachturm. Achso, das eine war der Wachturm, so rum. Das andere war der Helikopterlandeplatz. Und beides wird jetzt mit diesen beiden Brücken verbunden. Einmal hier, klick, klack. Dann steht die ganze Sache schon. Und wir sind eigentlich fast fertig. Sieht zumindest schon sehr, sehr gut aus. Außer dass vorne vielleicht ein Tor fehlt, um ehrlich zu sein. Bisher kann man ja einfach rein und raus spazieren, oder? Lass uns da noch ein Tor bauen, Freunde. Und genau das machen wir jetzt auch. Hier haben wir schon mal das Tor in der Mitte. Links und rechts, ich sag mal, Abgrenzungen nenne ich es jetzt mal. Einfach, da steckt dann vermutlich die Elektronik drin, damit das Tor automatisch auf und zu gehen kann, wie wir es jetzt hier sehen. Und natürlich einfach, damit das Tor nicht so ins Leere läuft, ne? Steht dann Polizei drauf. Hier haben wir Tor Nummer 2, beziehungsweise die zweite Torhälfte. Alles auf diese schwarze Grundplatte drauf justiert. So. Können wir jetzt hier schon mal ausrichten. Das sieht schon ziemlich gut aus. Also jetzt, Freunde, sieht es aus wie eine Polizeistation. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich bin auf jeden Fall schon begeistert. So, diese zwei weißen Teile werden jetzt hier noch an den zwei Türmen befestigt. Klack, damit das Tor nicht einfach so in der Gegend rumsteht. Hervorragend. Das lässt sich jetzt auf und zuschieben. Ganz fantastisch, Freunde. Und weiter geht's. Hier haben wir noch einen kleinen Melder. Eine Kamera. Und ansonsten stelle ich euch noch dazu, was es alles noch dazu gibt. Einbrecher, Polizisten, Equipment, Ausrüstung, Einrichtung, Dekoration und weiß ich nicht was, Kloschüsseln. Ich stelle euch alles dazu. Ah, oh, heute ist der große Tag. Gefangener 733, aufstellen bitte.
Bitte vortreten, Sie werden heute entlassen. Ich danke Ihnen, ich habe so viel gelernt hier. Immer schön sauber bleiben, mein Junge. Folgen wir holen deine Sachen. So, zuerst einmal deine Kleidung. Und jetzt noch dein Skateboard und dein Helm. So, setz das auf, dann bist du frei. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Ja, das hoffe ich auch. Oh, was für ein Trottel. Ne? Mal sehen, wann er merkt, dass ich seinen Ausweis habe. Ja, schnell weg. Wo ist der denn bloß? Was? Wo ist denn? Hä, mein Ausweis? Das gibt's doch gar nicht. Dieser Lümmel. Der findet mich nie. Alles klar, Heinz Herrmann. Jetzt schauen wir doch mal, was ich hiermit anstehen kann.